Der Sonderforschungsbereich 1349 möchte die komplizierten Interaktionen verstehen und steuern, die von fluorierten Einheiten in chemischen Systemen ausgehen können. Dabei arbeiten Wissenschaftler mit Expertise in Synthese, Analytik und Theorie Hand in Hand. An der Fluorchemie finde ich faszinierend, dass Fluor heraussticht durch seine speziellen Eigenschaften. Viele fluorierte Verbindungen sind sehr exotisch, sehr reaktiv. Fluor spielt in der eigenen Liga. Ich promoviere in der Fluorchemie, weil Fluor an sich ein ziemlich einzigartiges Element ist. Ich finde das ein Themenbereich, der sehr vielseitig ist. Dass die Faszination daher rührt, dass man nie weiß, was kommt. Der Sonderforschungsbereich 1349, fluorspezifische Wechselwirkung, setzt sich zusammen aus Institutionen des Großraums Berlin. Das heißt, das ist eine ganz inspirierende, wie ich das gerne nenne, wissenschaftliche Infrastruktur, die sich hier zu diesem Thema entwickelt hat im Raum Berlin. Im Sonderforschungsbereich beschäftigen wir uns damit, neue Absorbermaterialien zu entwickeln. Damit wollen wir fluorierte Verbindungen aus der Umwelt entfernen. Und da ist auch wieder die Strukturanalytik besonders wichtig. Nur wenn wir begreifen, wie etwas aufgebaut ist, können wir dann dessen Eigenschaften ableiten und auch neue Anwendungen erschließen. Fluor ist das reaktivste Element im Periodensystem und bildet spezielle Verbindungen mit außergewöhnlichen Eigenschaften. Ja, wie schon angedeutet, spannt die Fluorchemie einen großen Bogen zwischen den unterschiedlichsten Materialklassen bis hin in die Pharmakologie. Und hier gibt es große Herausforderungen. Wie wir gerade in der Pandemie gesehen haben, brauchen wir gute Wirkstoffe, die wir nutzen können, um das Virus sozusagen zu bekämpfen. Und die neuen Wirkstoffe, die gerade auf den Markt gekommen sind, enthalten zum Beispiel alle fluorierte Gruppen. Im Bereich der Materialwissenschaften, insbesondere bei den Grenzflächen, spielt die Fluorchemie eine ganz zentrale Rolle, um Oberflächen entsprechend auszustatten. In dem Experiment sieht man, dass die nackte Glasoberfläche sehr hydrophil ist, während in der fluorierten Oberfläche, die ausgestattet wurde durch eine Beschichtung, ein Wassertropfen einfach abperlt und auch der Kontaktwinkel des Wassertropfens, das heißt die Krümmung an der Oberfläche, sehr groß ist. Fluorierte Oberflächen sind auch in biologischen Anwendungen von großer Bedeutung, beispielsweise um zu verhindern, dass Oberflächen Bakterien adherieren und es zur Biofilmbildung kommt oder im Bereich der Herzklappen, wo auch Ähnliches versucht wird, die Herzklappen entsprechend auszustatten, dass keine Thrombose entstehen kann. Fluorchemie ist eine Querschnittswissenschaft, das heißt, ich strahle in alle Bereiche der Chemie ein, in der organischen Chemie, physikalische Chemie, theoretische Chemie, anorganische Chemie, aber auch in die Physik und Biologie, und das macht es so spannend, weil man die Probleme dann auch von unterschiedlichen Seiten beleuchten muss, kann und darf. Also die anorganischen Chemiker oder die Festkörperchemiker schauen mit anderen Blicken auf dieses Element, als es zum Beispiel ein Polymerchemiker tun würde oder ein Analytiker. Oder auch wie wir in der bioorganischen Chemie auf dieses Element schauen. Und dadurch, dass diese Expertise hier zusammenkommt, entstehen Synergien, entstehen neue Arbeitstechniken sogar. Analytische Techniken werden weiterentwickelt, angepasst, um die Fragestellungen klären zu können, die die experimentell arbeitenden Gruppen haben. Forschung und Lehre bedingen sich gegenseitig. In den ca. 20 Arbeitsgruppen arbeiten mehr als 40 Promovierende und Postdoktorierende mit an der Verwirklichung der Ziele des Sonderforschungsbereichs. Die Promovierenden im SFB sind sehr wichtig, weil die eigentlichen Mitarbeiter sind, die tatsächlich experimentell, analytisch oder theoretisch an den Problemen arbeiten und auch untereinander auf einer anderen Ebene miteinander diskutieren. Es ist immer ein gemeinsames Angehen von Problemen. Was mich an Chemie fasziniert, ist natürlich, dass es halt sehr bunt ist und ja, man sehr viel damit machen kann. Also gerade wie in der Fluorchemie ist natürlich auch interessant, dass wir so viele verschiedene Techniken haben, die jetzt auch nicht gerade einfach sind und die auch nicht jeder unbedingt machen kann. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das lernen kann hier. Gemeinsam mit dem Schülerlabor NetLab der Freien Universität Berlin engagiert sich der SFB 1349 in der naturwissenschaftlichen Bildung kommender Generationen. Fluorchemie fördert Zukunftstechnologien und bereitet so den Weg zur Lösung weltweiter gesellschaftlicher Probleme unserer Zeit. Sonderforschungsbereich 1349. Wir schaffen starke Verbindungen.